Als Nächster zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Marco Schreuder. Ich bitte darum. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Volksanwältin, sehr geehrter Herr Volksanwalt. Natürlich auch von der Grünen Fraktion einen herzlichen Dank an Sie und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die wie immer großartige Arbeit, die Sie geleistet haben, gerade oder trotz dieser enormen Steigerungen an Fällen, die Sie zu verzeichnen haben. Wenn ich es richtig gelesen habe, sind es über 17% mehr, dass Sie 2010 abhandeln müssten als 2009. Wenn nicht, dann korrigieren Sie mich gerne. Aber das sind natürlich ungeheure Zahlen. Und ich habe das ja medial, habe ich noch keine Diskussion erlebt über die Frage, ob man einen vierten Volksanwalt oder eine vierte Volksanwältin braucht. Ich finde es aber ein guter Debattenbeitrag, weil eines ist klar, ich weiß ja nicht, ob die Steigerungen wirklich nur damit zusammenhängen, dass die Verwaltung so viel schlechter ist. Also ich habe in der Verwaltung auch durchaus die Erfahrung gemacht, ich habe selber mal so Jungunternehmerförderung gebraucht und war dann selber total überrascht, wie hilfsbereit und toll Behörden arbeiten. Man will was, aber man kriegt was. Und das passiert einfach. Ja? Und viele, viele, viele Behörden haben sich gewandelt in Service Center und das ist auch begrüßenswert. Ich glaube ja, ich habe keine Studien, keine Beweise, keine gar nichts, aber ich habe eine Theorie. Ich glaube einfach, die da kann man nichts machen Mentalität verschwindet. Ich glaube, dass immer mehr Bürger und Bürgerinnen einfach mündig werden und einfach sagen, ich lasse mir das nicht gefallen, ich wehre mich. Und wenn wir stärker das, was einmal die ÖVP früher Bürgerinnengesellschaft genannt hat, wenn wir stärker in eine zivilgesellschaftliche, mündigere Gesellschaft gelangen, wo Menschen sagen, nein, ich lasse mir nichts gefallen, ich wehre mich, dann finde ich das gut. Und so gesehen ist eine Ausweitung der Volksanwaltschaft wirklich eine sehr gute Idee, die man vielleicht weiter diskutieren sollte auf breiterer Ebene. Das ist auf jeden Fall eine demokratische Diskussion wert. Mein Kollege Dönmez wollte zum Thema Asyl und Fremdenrecht vieles sagen. Er bedankt sich beim Kollegen Schenach. Er hat im Grunde alles gesagt, was zu sagen ist. Er wird das also nicht mehr tun. Selbstverständlich ist auch uns aufgefallen, dass besonders in diesem Bereich mit einer Steigerung von 61%, das muss man sich mal vorstellen, dass da es wirklich im Gebälk kracht auf allen Ecken und Enden, nämlich sowohl in der Gesetzgebung als auch im Vollzug. Und wenn man dann sagt, wir haben Service Center, wir haben gute Verwaltungsbereiche, muss man auch festhalten, wo es die nicht gibt. Und das ist sicher ein Bereich, wo in allen Ebenen alles noch einmal neu durchdacht werden muss, neu gesetzlich geregelt werden muss, human geregelt werden muss und auch transparent vollzogen werden muss, damit sich Menschen auskennen und nicht ständig wehren müssen, weil einfach Prozeduren so unendlich lange dauern. Viele Punkte, die ich eigentlich herausstreichen wollte, wurden von den Kollegen, das ist immer der Nachteil, wenn man da später drankommt sozusagen, von den Kollegen schon herausgearbeitet. Erlauben Sie mir daher, dass ich nur auf zwei Geschichten eingehe. Das eine, weil ich es interessant finde, prinzipiell, wo der Gesetzgeber auch sich schwer tun muss, weil es schwer ist, aber sie drum schummelt und die Volksanwalt sich dann drum kümmern muss. In dem Fall war es die Volksanwältin Stojcic. Und zwar geht es um den Paragraphen 113 Absatz 5 der Gewerbeordnung 1994. Worum geht es da in diesem Gesetz? Da geht es um die Vorverlegung von Sperrstunden von Lokalen. Das klingt jetzt noch nicht so aufregend, aber, ja, das ist schon in vielen Berichten drinnen gewesen. Also eine Gemeinde, die Lokale im Zentrum hat, will natürlich Lokale im Zentrum, weil je mehr Leben dort ist, je mehr Menschen auf der Straße unterwegs sind, je lebendiger das ist, desto attraktiver ist ein Ort, desto lieber geht man hin. Und die Lokalwirte sind ja auch eine Belebung des Wirtschaftslebens, sind eine Belebung der Infrastruktur und wir alle haben das gerne. Blöderweise wohnen halt darüber Menschen. Und die Menschen, die haben zu Recht das Bedürfnis nach Nachtruhe. Das heißt, es sind zwei Interessen, die beide berechtigt sind. Deswegen schummelt sich ja der Gesetzgeber, ja, und hat in der Gewerbeordnung so kompliziert eingelegt, wenn man eine Vorverlegung der Sperrstunden beantragen will. Da müssen vier Tatbestände erfüllt werden. Und das wirklich Interessante für den Gesetzgeber sind ja eigentlich in diesem dicken Bericht hinten.
die legislativen Anregungen. Das ist ja eigentlich das, was uns Politiker und Politikerinnen am meisten angehen sollte, weil da ist da, wo Handlungsbedarf herrscht. Und dieser Paragraph 113 war drinnen im 27. Bericht 2003, im 28. Bericht 2004, im 29. Bericht 2005, im 30. Bericht 2006, im 32. Bericht 2008, im 33. Bericht 2009 und eben auch wieder im Bericht 2010. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berichte, keine Änderung. Jetzt will ich will eigentlich auf eines hinaus. Da gibt es so viele legislative Anregungen. Es wäre schon mal gut, von Seiten der Ministerien, von Seiten der Verantwortlichen, von Seiten der Politiker und Politikerinnen, sich das auch anzuschauen und für Veränderungen zu arbeiten, weil es bringt ja nichts. Dieser Paragraph wird dann im Bericht 2012, im Bericht 2013, im Bericht 2014, im Bericht 2015 wieder vorkommen. Es wird wieder Beschwerden geben. Es werden wieder Interessen aufeinander stoßen, nämlich die Bewohnerinnen und die Lokalbesitzerinnen und die Menschen, die dort gern fortgehen und ein bisschen laut sind da draußen. Ja. Also, das gehört gelöst, und zwar dringend. Und weil heute, ich habe es heute schon einmal gesagt, der Welt-AIDS-Tag ist, möchte ich auf einen Aspekt aus dem Bericht auch noch eingehen. Und zwar, und das finde ich auch lobenswert, es gibt ja auch im Bericht der Volksanwaltschaft den Grundrechtsteil, wo es um Menschenrechte, um Grundrechte, um Diskriminierung geht. Und ein Punkt, der hier behandelt wird, ist das Blutspendeverbot für schwule Männer. Wer es nicht weiß, wer Blut spenden möchte, geht zum Roten Kreuz und muss einen Fragebogen ausfüllen. Und bei diesem Fragebogen wird gefragt, ob man als Mann mal Sex mit einem Mann hatte. Es wird nicht gefragt, sind Sie eine Person und hatten Sie ungeschützten Sex mit anderen Personen? Nein, es wird nur gefragt, Mann mit Mann. Das ist aus meiner Sicht natürlich eine klare Diskriminierung, weil, und gerade am Welt-AIDS-Tag ist es wichtig zu sagen, Risikoverhalten gefährlich ist und nicht eine sexuelle Orientierung. Das halte ich für ganz wichtig. Dankeschön, Frau Kollegin. Und ich appelliere hier auch, und lesen Sie diesen Bericht durch, liebes Rotes Kreuz, liebe Blutspendeorganisationen, diese Frage ist nicht zeitgemäß, sie ist diskriminierend. Wenn man fragt, dann fragt man nach Risikoverhalten. Bitte, und schließt nicht Menschen aus, nur aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, die nur eines machen wollen, nämlich Menschen helfen. Vielen Dank.